Ah, Helsing, it's you again. We're on the alert here. We're trying to find out where Gordon escaped to. I need to go up and help in the search. You try to open the tunnel the traitor fled into. Take these tablets, for if his dog gets in the way, they're tranquilizers. They'll help. Klar, der Schmied hat Tranquilizer dabei. Easy going. Mischen wir dem Hund jetzt einen Schnitzel. What? Okay. Das ist eine ziemlich große Map für ein Bonuskapitel. Ja, ist halt die Frage, wie viel man auf der Map jeweils machen muss. Ne? Wenn das immer so zwei Klicks sind, ist das auch eher eine kleine Map. Jawoll, schöne Wurststulle. Ja, moin. Oh, hier geht noch was. Oh nein, nicht zum dritten Mal diese scheiß Wirbelbildszene. Leck mir doch die Stirn. Wir müssen Patrick finden. Da ist er. Und ein Nudelholz. Und ein Blatt. Und ein Hammer. Da ist der Gavel. Uff. Dieses Spiel, ne? Deer, das ist da hinten. Eine Muschel, hier. Ein Megafon. Passt hier auch total rein. Trichter. Oh ja, Trichter wäre jetzt super. Da ist die Scrubbrush. Was ist das? Ich habe halt keine Ahnung, was das heißt, aber passt schon. Hier ist ein Rolling Pin. Was? Bremssattel. Was bitte ist ein Bremssattel? Ein Messschieber, okay, das kommt schon eher hin. Ich sehe zwar nichts davon. Ein Kissen für den Hintern? Wait, what? Kissen für den Hintern? Nein. Nein, nein. Einfach nein. What? Was war das jetzt? Ach, der Flask. Okay. Piece of Cheese. Das ist doch 100 pro hier irgendwo drin, oder nicht? Da, zwischen den Zähnen. Boxlid, okay, mehr brauchen wir hier nicht. Die Sonne, endlich müssen wir, hatte nicht irgendwie letzte Woche schon wer gesagt, wir müssen irgendwann die Sonne von den Balken pflücken? Jetzt ist es endlich soweit. So, ich habe dieses Blatt halt auch schon locker dreimal gesehen. Vielleicht war es eine andere Wimmelbildszene. Da ist es. Guten Hunger. Da ist das Megafon. So, und jetzt gucke ich selber nochmal nach, was das jetzt wirklich heißt. Wow, das kann von Messschieber über Abstandsmessgerät
Bis zu, Alter, das hat einfach 64 Begriffe. Are you shitting me? Bauchzirkel, was zur Hölle ist ein Bauchzirkel? Weiß, dass meine Wampe rund ist, dafür brauche ich keinen Zirkel. Okay, wir klicken hier jetzt einfach irgendwelche Dinge an. Wird schon passen. Es ist wahrscheinlich irgendwas Mathematik. Ach, wir brauchen auch noch ein Empty Bag, fällt mir gerade so auf. Können wir das Messer wieder für nehmen? Nein, aber wir kippen das einfach aus. Okay, passt schon. Hinter der Leiter. Das Teil? Nee, im Leben nicht. Also es kann halt auch echt eine irgendwie so ein. Es kann auch einfach. Keine Ahnung. Es kann auch eine Zange sein. Es könnte auch einfach eine Zange sein. Auf der Stuhllehne, das Teil hier? Nee, nee, ist schon angeklickt. Zange war in der Kiste. Ja, okay. Nee, dann wäre es aber auch rot gefärbt gewesen. Also es muss irgendwo hier direkt sein. Das kann nicht in der Kiste sein. Sonst wäre die Schrift halt rot statt schwarz. Greifzirkel, Tastzirkel, Schublehre, Messschieber. Taster, Messkluppe, was auch immer das ist, Zange, Hebezange, Felgenbremse. Das kann halt gefühlt alles sein. Sage immer zwei Pixel daneben. Geh mal weg. Es ist aber auch. Got it. Ah, jetzt wurde es auch gerade in den Chat geschrieben. Empty Bag, wow. Okay, wir bleiben aber offensichtlich hier. Can't touch this. Okay, wollen wir nicht erstmal den Hund einschläfern? Hey, die Kiste, die wir aufgebrochen haben, ist wieder zu. Wow, ich muss die Dinge in einer bestimmten Reihenfolge drücken. Das ist jetzt nicht euer Scheiß Ernst. Okay. Hier geht aber auch noch was. Können wir jetzt hiermit auf jeden Fall das Schwarzpulver mitnehmen?
gehen wir hier hin, okay. Und graben hier den Stuff aus. Okay. Also wir lassen das Teil und die beiden aus. Alles klar. Hör mal auf. Und fährt in den Sonnenuntergang. Roll Credits. Schön, dass er mit seinem Boot auch gewartet hat, bis wir die Tür aufgemacht haben. Nicht, dass der schon eine Stunde da drin war oder so. Aber das passt schon. Und klar, wenn wir das Boot aufpusten, dann können wir Gordon auf jeden Fall hinterherfahren. Können schön mit unseren Händen paddeln, während er ein Motorboot hat, ist das Beste. Oh wait, wir haben eine Brechstange. Oh, das Schlauchboot hat auch einen Motor. Zumindest haben wir Benzin. Wir zünden einfach alles an. Wait, what? Ach, nur ein Handschuh, keine Hand. Okay. Vielleicht ist es doch eine Hand. Warum ist denn unsere Brechstange jetzt eigentlich weg? Wir hätten da jetzt halt super... Hier geht doch bestimmt noch was, oder? Das war klar. I have to connect the cables. Ja, aber das kann ich ja offensichtlich gerade nicht. Okay, da brauchen wir den Handschuh für. I see. Und auch hier können wir wieder auf gar keinen Fall das... Warum genau haben wir jetzt den Sandbag? Ah ja, okay, das binden wir jetzt hier ran. Dann bleibt das Ding unten. Dann können wir uns hier dieses hübsche Dekomesser mitnehmen. Damit gehen wir dann hier hin. Und schneiden dann hier die Säcke auf. Zwei Stunden später können wir den Kram dann zur Seite räumen. Dann nehmen wir diesen Gummihandschuh und fisten den Bösen so richtig weg. Alter. Keep talking and nobody explodes. Ach komm schon, das ist halt der richtige Draht gewesen. Nein, ich will den dahinter, den will ich haben, danke. Wo ist der Rest davon? Da so. Okay, wir haben also jetzt diesem Spiel bewiesen, dass wir nicht farbenblind sind. Großartig. Nicht. Ja, ich kann nicht dafür nicht den Kram benutzen? Wo ist denn dein Scheißproblem? I need a wrench.
Okay, jetzt haben wir einen Motor. Das ist doch schon mal was. Brauchen wir den Schlüssel oder... Ja, okay. Wir brechen es nicht auf. Alles klar. Hier kann ich nicht mehr ran. Hier geht noch was. Find the key by moving the items. Oh, hey. Weil man auch so Sachen verräumt. Normalerweise würde man die Sachen halt einfach aus dem Regal nehmen und auf den Boden schmeißen. Da ist der Key, ich sehe ihn doch. Kann ich ihn bitte haben? Danke. Auch nichts anderes machen. Scheiße. Es führt keinen Weg drumherum, ne? Wir fahren aufs Meer, halten Mr. Böse auf, retten die Welt. Hier, wie es geschehen wird. Wir fahren raus, Motor geht kaputt, treiben aufs offene Meer hinaus und sterben durch Dehydrierung. I love it. Klingt super. Alter, können wir nicht einfach diese ganzen Sachen nehmen? In diese Kiste schmeißen und gehen. Bitte. Diese Kiste ist ein einziger Müllhaufen. Warum muss ich die Sachen irgendwo hinsortieren? Wen interessiert das? Alles muss seine Ordnung haben. Hast du dir das mal angeguckt? Ordnung my ass, Alter. Klar, dieses motorgetriebene Schiff, was offensichtlich einen Schornstein hat, weil es mit einem fetten Kohleofen wie die Titanic beheizt wird, hat ein Segel. Na klar. Natürlich. Was rege ich mir auf? Nat, die kommt hier zu der Walnuss. Nicht. Schade. Acorn kommt auch nicht zu der Walnuss. Acorn kommt dahin. Dann geben wir mal dem Hummer seine Schere wieder. Diese Münze habe ich 3 Jahre lang aufbewahrt. Zusammen mit einer Armbanduhr. Wo ist denn die zweite Hälfte der Gartenschere? Die Nuss kommt in den Nusskasten. Mutter zum Gabelschlüssel? What? Ich packe erstmal das Ding auf den Wecker. Das finde ich ganz okay. So, wo ist jetzt die zweite Hälfte der Gartenschere? Da. So, haben wir hier irgendwo... Kommt das da drauf? Nein. Ah, das kommt natürlich an das Flugzeug, der Propeller, natürlich. Ein Pumpgriff. Weiß ich, was hier eine Pumpe ist. Ah, ja, okay. Das hätte ich in der Tat sehen können. Das war zu offensichtlich. So, haben wir irgendwo eine Geldbörse oder ein Sparschwein oder noch mehr Münzen? Oder ein Münzfernsprecher?
Zu viele Tipps gibt es da. Wenn ich keine Tipps haben will, gucke ich erstmal nicht in den Chat. Das passt schon. Irgendwie, das sieht so aus, als müsste es dahin, aber. Okay, das kommt auf jeden Fall schon mal nicht dahin. Auch nicht dahin, auch nicht dahin. Tausche Münze gegen Zeitung. Nicht so. Können wir hier noch irgendwas aufmachen oder wegrollen oder irgendwo? Okay, wir haben zumindest eine Münze. Also ein Portemonnaie, wo die Münze rein kann. That's something. So, und wo müssen wir jetzt diese Mutter draufschrauben? Die Mutter kommt da bestimmt auch rein, ja, auf jeden Fall. Also eigentlich muss sie doch irgendwo draufgeschraubt werden, oder? Meine Mutter, die passt da nicht rein. Schraube genau neben den Geldbeutel. What? Wow. Weil die Mutter halt auch so groß ist und im Bild dann noch so.